Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir schauen hier weiter. Also wir müssen definitiv oh, no. Schon das? Ah, ich kann hier. Ich hoffe, das hilft. Gut. Chance von Einschaften, gesunde Mahlzeit Durchfall. Wer nachts verdorbenes Essen. Okay. Also das heißt, ich muss ihnen das so oder so geben. Du. Ja. Das heißt, wir müssen das so oder so einfach essen. Darum esst euch den Bauch voll. Leiden ja ein bisschen. Ah, nicht gut. Schade. Das Feuer, ja. Also, wir erkunden heute mal nicht den Wald, sondern du kannst hier hingehen. Oder? Ja, wir machen mal das. Du stellst mal das her. Dann haben wir das hier, Saft machen. Sie bleibt noch. Sie müsste rein. Ja, du musst rein. Du kannst sehr gerne Saft machen. Tribut in 4 Tagen müssen wir 10 abgeben. Ja. Oh, wir brauchen noch Wasser. Das heißt, wir können im Moment gar keinen Saft, so oder so keinen Saft machen. Darum willst du einfach Wasser holen. Und ich denke, das ist mal gut so. Streichen wir einen Tag. 4 Holz. 4 Seil. 2 Stoff. 5 Käse. Oh, sehr gut. Verband. Lazarett ist ja krass. Die sind alle so erschöpft. Ja, ich lasse es nochmal genau gleich. Nochmal genau gleich. Plus 5 Holz, plus 3 Seil, plus 2 Stoff. Getrocknete Mahlzeit. Oh, Heiltrank! Bam! Ganz geil. Ganz geil. Sehr schön. Plus 1 Level. Erschöpfung plus 13. Zerquetschte Finger. Scheiße. Nicht gut. Plünderung plus 1. Boah, die ist voll erschöpft. Die ist voll erschöpft. Und die Frau dort, die ich meine, die war einen ganzen Tag. War sie einfach hier chillen. Chili Vanilli. Gute, nein, hervorragende Neuigkeiten. Was ist in dich gefahren? Kari ist nicht wirklich deine Tochter. Wir können sie jederzeit loswerden. Was? Moira sagt das nicht.
Komm schon, lächeln, Tante Moira ist unglaublich. Jeder sollte seine Freunde an ihr haben. Ja, wir werden Lieder über dich singen, wenn du ins Gras gebissen hast. Bereitet schon mal deine beste Kenninge vor, liebe Schwester, denn ich habe Trommelwirbel Pulver gewonnen. Das ist alles? Du wirst schon sehen, dämliches, jungenhaftes Mädchen, dass dir dieses Pulver das Leben retten könnte. Das ist nicht eine deiner faulen Medizin, die du für leichtgläubige Seeleute verkauft hast. Du weißt nicht, Herr Eirik, dieser Name. Diese Pulver haben wirklich heilende Eigenschaften. Wissen, dass nur der Weißeste der sieben Weißen gewinnen kann. Wenn das, was du sagst, stimmt, Moira, dann sind das wirklich großartige Neuigkeiten. Wir werden diese Geschenke der Götter brauchen. Hier, nimm das hier. Schildkrattpulver, Schafgarbenpulver, Engelwurzpulver, Wermutpulver, Eisenkrautpulver. Okay, nice. Super. Ich hoffe, dieses Pulver können auch Köpfe nachwachsen lassen, wenn Björn wieder auftauchen sollte. So. Also, wir haben wirklich... Das ist das ganze Wasser. Ach du Scheiße. Dehydration hat keiner mehr. Das ist schon mal gut. Hungrig. Ja, wir müssen das... Der am Schluss am meisten Hunger noch hat, bekommt das letzte. Die sind nicht verderblich, das ist schon mal gut. Mit diesem wenig Hunger könnt ihr noch hier noch überleben. So. Feuerintensität 3, minus 30 bis minus 20. Erschöpfung minus 15 bis minus 8. Nee, nicht Profil. Aber er hat einen Stufenaufstieg, oder? Hier. Ja. Unfreiwilliger Held. Wähle eine Eigenschaft für Eric. Erfahrener Krieger, Jagd, Ruf der Weisheit, Intelligenz, minus 5 Weisheit, plus 5. Dämlicher Barbar, Abenteuersherstellung, Erkundung. Auf Jagd. Maximal Schaden. Ja, scheiß auf Effektresistenz, bin ich hier ganz ehrlich. Eigentlich möchte ich gern. Was bringt das? Verletzung minus 20. Ja. Patz. 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 Die Chance, dass hier mit einer zufälligen Leidenangst entfernt wird. Okay. Leiden. Auf sie, okay. Tja, du musst halt noch ein bisschen leiden. Gut. Sie hat extreme Depressionen. Sie ist betrunken. Aber minus 40 Depressionen wenigstens. Du kannst es auch nehmen. Nervös. Minus 10 Leiden, plus 5 Hunger. Ja, können wir damit leben, oder? Waldbau. Okay.
Weg. Du bleibst. Du bleibst. Und die andere Olle hier. Wasser. So. Wir brauchen das ganze Wasser hier. Wir brauchen, dass das Feuer wieder schön brennt. Weiter geht's. Plus 1. Plus 6 Holz. Sehr schön. Boah, Seil. Rohgemüse. Lederflasche. Erschöpfung plus 9. Depression plus 8. Ach du Scheiße. Hohe Depression. Herstellung. Plus 3,5. Plus 15 Erschöpfung. Okay. Minus 4 Erschöpfung. So. Okay. Das ist eigentlich nicht gut. Sie ist für die hinten 48, 33. Ich muss hier mal etwas nachschauen. Ja, Waldbau ist ja gut. Herstellung ist ja eigentlich gar nicht so gut, haben wir jemanden. Nee, er ist schon der Beste. Muss genug schlafen. Schlaf ist halt überall. Er ist hier verletzt. Depression. Waldbau in San. Ja. Wir brauchen definitiv nochmal Wasser. Ich möchte, dass du das fertig baust. Und ja, wir bleiben noch eine Nacht so. Also wir bleiben. Wir bleiben nochmal. Drecksfraß. Cola-Nüsse. Depression ist schon hoch. Was? Nee! Also. Hier können wir locker so viel. Das Feuer reicht sogar noch für morgen. Wir gehen hier rein und schauen uns, was sie zu sagen haben. Sieh mal, was ich da habe. Zwei saftige kleine Karnickel. Ach, sehr schön. Wo hast du die denn her? Oh, das war einfach. Ich habe ihren Bau vor ein paar Tagen gefunden. Und bin dann jeden Tag in die Büsche gekrabbelt und habe dort darauf gewartet, dass sie rauskommen. Ich habe nur 4 Pfeile gebraucht, um die beiden zu erwischen. Nicht schlecht, was? Sehr schön. Das ist nicht so toll. Das ist schön, mein Schatz, aber solange wir keine neuen Pfeile herstellen können, solltest du deine nicht so verschwenden. Wir könnten von tödlichen Feinden, also von 2 kleinen Kaninchen, angegriffen werden. Du wirst froh sein, wenn du noch 1 oder 2 Pfeile hast. Ja, wenn wir Hunger haben, okay, dann ist unsere einzige Wahl wohl zu verhungern. Perfekter Plan, Mama. Sei nicht so frech, irgendwann wirst du mal irgendjemand so richtig sauer machen. Ja, aber Entschuldigung, ist doch so. Sei nicht so frech, irgendwann wirst du so richtig sauer machen. Jemand, der dir so richtig in den Arsch tritt. Beruhige dich, okay. Scheiße. Gut, jetzt hilf mir mit diesem Kaninchen. Gekochte Mahlzeit. Dehydriert, jeden mal 1 Liter. Zack. Sehr schön. Dann bekommst du noch das hier.
Und dann können wir weiter. Ja, können wir weiter. Kater, Kopfschmerzen, hey. Sehr schön. Oh nein, plus 25%. Plus 3 bis 6 Trinkwasser und brauche Wasser jeden halben Tag. Wettereffekt, Erschöpfung 0 bis 10. Depression, Vollintensität 15 bis minus 5. Also das heißt, wir müssen jetzt da 100% reinhasseln. So, du kannst eigentlich ausruhen gehen. Dann... Tag. Holz, super. Super. Milch. Milch ist natürlich gut. Ja, sie muss da weg. Er ist fertig. Ermöglicht Aktion Heilung für einen Charakter. Ermöglicht die Herstellung von Verbänden und Heiltränken. Ziemlich erschöpft. Wow, sehr nice. Also ich brauche heute gar niemanden, der Wasser holt. Nice. Das heißt, behindert die Arbeit an manchen Stationen im Camp. Wissen. Ich habe aber wirklich gedacht, den Kochtopf. Wirklich die Aktion Herrschung für einen Charakter. Die Aktion Jagen kann keine die Herstellung und das Aufstellen von Fallen. Das ist natürlich gut. Was wir brauchen, ist aber den Bergbau. Das brauchen wir ganz sicher. Nur Eirik. Wirst das nicht du machen? Das mit dem Lazarett, da kannst du jetzt hin. Zustand von Patienten und jetzt ein bisschen besteht die Chance, dass eine zufällige Leideneigenschaft entfernt ein Heilgegenstand Heiltrank so, dann gehst du noch mal plündern. Arzt erforderlich. Patient erforderlich. Okay.
Dann bist du auch hier nichts zu gebrauchen. Kann ich dich vielleicht hier hin? Erntelager Saft machen. Geht auch nicht. Kann ich eigentlich irgendwo hingehen? Ja, ich kann noch einmal ernten. Du greifst die Hand voll. Erschöpft mich jetzt. Aber immerhin haben wir Weizen, Saatgut. Jetzt das war's, oder? Dann würde ich sagen, kannst du auch hier rein. Senor, du bist die zwei. Plus noch das. Ist wieder gesund. Weniger Erschöpfung. Und minus 5 Leiden. Denn das, was du baust, das ist wichtig. Bei dir ist nur noch heute, danach kannst du wieder erkunden gehen. Oh, schön, Level 30 Holz haben wir, 5 Seil, 4 Bier. Bier, Depression weg. Ich hoffe wirklich. Boah! Jawohl! Wir brauchen dieses Stein, um zu kochen. Und hier bekommen wir ja noch vom Wettereffekt, bekommen wir noch zu trinken. Maximales Trinken. Dann haben wir hier noch Wasser. Das heißt, wir müssen jetzt einen ganzen Tag nicht mehr Wasser holen. Seht ihr das hier? Kein Wasser mehr. 100% Feuer. Fast voll. Das ist eine gute Voraussetzung für die nächsten 2 Tage. Sag ich jetzt. So. Sie hat einen Stufenaufstieg. Effektresistenz. Plündern plus 10. Heilung plus 10. Weisheit plus 10. Talentiert. EP-Gewinn. 23, plus 33% auf EP-Gewinn. Minus 5% auf Ausdauer. Fertigkeit EP-Gewinn. Auf Konzentration, aber in allem und allem plus 33%, ist gut, talentiert. Das sind meine 2 wichtigsten. Danach, ja, also für die Schlacht ist natürlich die Anda sehr wichtig. Bedunda, sie da, die Kriegerin. Also, es ist Zeit, dass wir unsere Wunden versorgen und den Körper heilen. Denkt ihr nicht? Ja, Krankheiten und Verletzungen sind unsere schlimmsten Feinde. Das und Björn. Natürlich, wir müssen bezüglich dieser Dinge Moira vertrauen. Sie kennt sich aus. Ja, ich weiß. Verbrenn die Hexe! Und die ganze Scheiße. Ich weiß, wie man Tränke braucht, die einen Körper heilen können. Ja, aber dafür brauchen wir ein paar seltene Pflanzen. Pflanzen? Wir müssen Gras essen? Wie die Kühe? Nein! Mein kleines Lamm. Auch wenn du dadurch sicherlich etwas netter werden wirst. Man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Du kannst sie auf Wunden auftragen, sie in trockenes Wasser legen und so weiter. Ich habe aber einen schönen Blumen von meinem letzten Ausflug in den Wald mitgebracht. Denkst du, sie können was nützen? Blumen? Ich erkenne meine Schwester wieder. Blumengesicht, nennen sie dich zu Hause. Lass mich den Müll mal ansehen. Oh, du hast vielleicht trotzdem was Nützliches gefunden. Ich habe vergessen, dass du die Glückliche warst. Heilpflanzen! Glücklich? Ich weiß nicht, wie uns das jetzt weiterbringen soll. Trotz unseres Pechs hast du immerhin noch deinen dunklen, wunderschönen Ehemann. Ich bin ganz allein. Nein, Mann! Hey, lass mich aus der Sache raus. Ich habe nichts gesagt. Dann tu das auch weiter. Lass uns schlafen gehen, sind alle müde.
dumm. Möchtest du jetzt reden? Worüber? Du weißt schon worüber. Jetzt stelle meine Geduld nicht auf die Probe, Moira. Ich bin nicht in der Stimmung. Nicht heute. Okay, okay. Direkt zum Punkt also. Warum haben dich die Männer, die unser Haus niederbrannten, als Bastard bezeichnet? Du musst doch etwas wissen, oder? Nein. Okay, auf eine gute Nacht. Ach, ha! Sag's doch einfach. Was soll das? Was ist das für ein Theater hier? Depression hier gesehen. So, ein Liter für jeden. Sicher genug essen. Da geben wir einfach eben ein bisschen. Dringend. So. Karte entfernt. Nachteffekt. Ja. Gut, gut. Was Wasser angeht, haben wir genug. Wir gehen mal hier hin. Stecken dich wieder hier hin. Ihr zwei könnt eigentlich in der Hütte bleiben. Hätte ich jetzt gesagt. Was wir sicher machen, ist da. Depression. Du trinkst Bier. Zack. Gut, 25. Auch Bier. hast du auch irgendwas? Nee. Gut. Ich glaube, das wäre es mal für den Anfang. Ist das am klügsten? Dann gehen wir weiter. Nice. Dann haben wir den Bergbau. Er ist sehr erschöpft. Immerhin keine Depression. Das ist das Wichtigste. Was ich jetzt gerne machen würde, ist der Ruhebereich. Komm, der ist schon wichtig. Ne? So, jetzt haben wir hier den Ruhebereich. Jetzt, liebes Fräulein. Holz 1 bis 2 Steine.
Waldbau 29, 22. Waldbau. Der ist wirklich so der, den ich brauche, der wichtig ist. Ist nicht dringend heute. Was hat eigentlich sie denn für Eigenschaften? Plünderung ist sie gut. Verfassung. Kochen. Plünderung. Ja. Ich mache jetzt keine unnötigen, wie soll ich sagen, dass sie jetzt unnötig müde wird. Bringt nichts. Unnötige Arbeiten hier zu errichten. Wir machen einfach mit ihnen zwei weiter. Ja, minus 5 Holz, minus 5 Stoff. Und fast fertig. Also das heißt, morgen sollte es fertig sein. Er ist jetzt Level 3. Schöpfen plus 9. Sie ist jetzt bei 32, bei 41. Gelangweilt. Minus 0,5 Wasser. Neues Gebiet. Sehr schön. Begegnung. Nee. Ach nein, scheiße. Die zwei. Ganz gut. Kriegsgeschrei. Ein Buff. So, mit dir muss ich einen Schritt zurück, ganz sicher. Nach hinten bewegen. Effekt weiche im Aus. 40% Effektresistenz. Alle Gegner belieben eine Reihe, Genauigkeit 70%, Schaden 2 bis 5. Genauigkeit 85%, Schaden 1 bis 6. Schadensresistenz. Fernkampfreihe nach vorne bewegen. Ja, alle, ne? Huh! Nice one! Jetzt bin ich dran, ne? So. Kritisch 22%. Dann machen wir das mal. Sehr schön. Und Schutz. Fehlt. Eins bis 9, 2 bis 5, 2 bis 5. Das, was am meisten einfach trifft. Das ist Geschichte. Mann. Nicht
So gut, mein Freund, ne? In your face! Alle unversehrt. Und wir haben ein paar Sachen erhalten, ne? Hanf. Hanf! Ah, Macht der Drogen! So, und wir sehen uns dann auch beim nächsten Tag. Danke vielmals, dass ihr bis jetzt dabei gewesen seid, geblieben sind. Ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch über einen Kommentar freuen, falls ihr irgendetwas habt zu verbessern. Ja, danke vielmals. Auf Wiedersehen. Tschüss.